Sollten Rauchwarnmelder bei der jährlichen Wartung abgesaugt werden? Wir sagen nein. Warum, erfahren Sie in diesem Video. Rauchwarnmelder müssen einmal im Jahr gewartet werden. Viele Bewohner meinen, dass ihre Rauchwarnmelder dann am besten auch gleich abgesaugt werden sollten, um Staub und sonstigen Schmutz aus dem Rauchwarnmelder zu entfernen. Aber ist das eine gute Idee? Schauen wir uns den Aufbau eines Rauchmelders genau an. Hier sitzt die Rauchkammer, in der permanent gemessen wird, ob Rauch oder sonstige Partikel in der Luft in einer bestimmten Menge erkannt wurden. Sobald eine bestimmte Partikelmenge überschritten ist, schlägt der Rauchwarnmelder sofort Alarm. Wenn Sie den Rauchwarnmelder absaugen, saugen Sie den Staub immer von der gegenüberliegenden Seite in die Rauchkammer hinein. Das wird die ersten Jahre sicher nichts ausmachen, zumal hochwertige Rauchmelder eine Verschmutzung im Laufe der Jahre durch kluge Algorithmen kompensieren. Aber zum Ende der Lebensdauer Ihres Rauchmelders kann es dann zu vermehrten Fehlalarmen kommen und der Melder muss schon vor seinem regulären Lebensende von 10 Jahren ausgetauscht werden. Deswegen sollten Rauchmelder nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, um oberflächlichen Schmutz und Staub zu entfernen. Wenn Sie sich für die hochwertigen Rauchwarnmelder von BFE interessieren, rufen Sie uns gerne an. Telefon 0711 9529 500 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info@bfe-gohl.de. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Klicken Sie dazu einfach auf das Abo-Symbol unten rechts. So bekommen Sie die neuesten Trends, Tipps, Tricks und wertvolles Insiderwissen rund um Ihre Heiz- und Wasserkostenabrechnung.